So, ich glaube nach 100.000 Jahren, ich weiß nicht mehr, wie lange ich nicht mehr zu der Kamera gesprochen habe. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ewig her schon wieder und ich möchte mich einfach mal ein bisschen, ich möchte mich zuerst, glaube ich, mal bedanken, weil wir natürlich, und das habe ich hier auf YouTube auch noch nicht so erzählt, wir sind auf Platz 8 gechartet mit meinem Album Modus. Das ist schon mal ein sehr schöner Schritt und es freut mich sehr, dass so viele Menschen wieder einfach den Weg zu meiner Mucke gefunden haben und gesagt haben, geil, ich unterstütze das, ich kaufe das oder ich streame das. Die meisten sind ja mittlerweile eher Streamer und sind da aber auch sehr fleißig am Streamen und das finde ich sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank für die super Kommentare. Ich habe jetzt gerade noch mal ein paar Kommentare gelesen unter den ganzen Musikvideos, bei denen wir uns wirklich wieder viel Mühe gegeben haben und ich hoffe, die gefallen euch weiterhin. Und ich will auch gerne noch ein, zwei Musikvideos drehen. Ich habe auch noch eins in petto. Das kommt sowieso noch raus. Das kommt aber, glaube ich, eher so Richtung Herbst. Aber da muss man gucken. Jetzt habe ich ja, da kommen wir nämlich schon zum nächsten Schritt. Viele von euch haben, was ich unfassbar krass finde, meinen Song Musik, der ja auch eigentlich einfach nur ein Song auf dem Album ist, unfassbar gepusht, indem sie Musical.ly-Videos dazu gemacht haben. Ich glaube, das Ding hat jetzt auf Musical.ly, gibt es insgesamt, glaube ich, so um die 200.000 Videos mit diesem Song. Und das finde ich übertrieben krass, dafür, dass dieser Song einfach keine Single ist. Wir haben kein Video zu diesem Song gebracht, es war einfach ein Track auf dem Album und er hat sich irgendwie wie so ein Lauffeuer verbreitet. Daraufhin habe ich den Song nochmal als Audio-Video einfach bei mir hochgeladen. Das habe ich jetzt auch hier verlinkt. Könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr den Song noch gar nicht kennt irgendwie. Checkt das ab. Das Ding hat jetzt auch schon wieder 400.000 Klicks oder so. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir haben uns jetzt noch gedacht, dass wir noch ein richtig schönes kleines Musikvideo zu drehen wollen. Ein bisschen mit Lyrics, ein bisschen was Spezielles mal machen wieder. Und das drehen wir, wenn dieses Video rauskommt. Ich weiß gar nicht, wann es rauskommt. Ich drehe es jetzt irgendwie in den nächsten Tagen. Und am 13.07. kommt das dann raus. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, für diesen Support, der einfach wirklich nur durch euch kommt. Da ist kein Major-Label dahinter. Wir haben keine Budgets, die riesig sind. Das möchte ich auch nochmal sagen. Das Modus-Album ist komplett von mir aus eigener Tasche. Wir haben alles wieder selber gemacht. Und dieses ganze Independent-Ding möchte ich einfach immer wieder unterstreichen, weil es mir einfach wichtig ist, dass ich überall die Kontrolle habe, dass ihr auch einfach eine gewisse Nähe bemerkt, dass ihr einfach seht, okay, das macht, der Typ macht alles selber. Das ist mir sehr wichtig. Und das war auch bei diesem Album wieder so und das war jetzt vor allem auch wieder dadurch, da finde ich das immer krass, wenn dann so Songs einfach durch die Decke gehen, ohne dass ich das plane, sondern einfach nur, weil ihr das macht und das finde ich Hammer. Vielen, vielen Dank. Was wollte ich noch sagen? Genau, danke auch für den unglaublichen Support auf unseren spontanen Sommerhit Lelelele. Das Ding war jetzt letztens sogar in der Shisha Club Playlist bei Spotify und hat auf Spotify, glaube ich, auch irgendwie 400.000 Streams oder so. Ich bin da jetzt nicht so immer dahinterher, alle Zahlen zu verfolgen. Aber ich sehe das ja dann auch und ihr seht es auch. Es ist einfach mega lustig, weil der Song einfach in 10, 15 Minuten entstanden ist. Und wir einfach aus Spaß das einfach gemacht haben und innerhalb von ein paar Sekunden das hochgeladen haben. Da ist nicht irgendwie, es war kein Song, über den wir lange nachgedacht haben. Wir haben uns einfach aus Jux, eher so wie so ein bisschen wie so ein Prank fast schon, oder noch so ein Video zugedreht. Und es geht total ab und total viele Leute schicken mir Videos, wie sie das im Sommer an der Badewiese hören. Und das freut mich natürlich. Es macht mich einfach glücklich, wenn ihr Spaß mit der Mucke habt. Und das ist Hammer. Und das bei so einem Song, den wir wirklich einfach so aus Jux mal eben gefreestylt haben, das ist natürlich geil. Und deswegen haben wir gedacht, wir wollen direkt daran anknüpfen und da sind wir schon beim nächsten Punkt, den ich in diesem Video ein bisschen erzählen wollte. Wir haben einen ähnlichen Song gemacht, der aber, wir haben uns ein bisschen mehr Mühe gegeben als 15 Minuten und haben noch einen Sommerhit für euch gemacht. Der Song heißt Dreh dich und kommt am Freitag raus, jetzt am 6.7.18, das kann man sich eigentlich ganz gut merken. Und da kommt der neue Song raus, der heißt Dreh dich, ist wieder featuring T-Zone. Wir haben ein lustiges Video noch auf Malle gedreht, haben uns da so ein Boot gemietet, waren zwei Tage einfach auf Mallorca und haben irgendeinen Scheiß gemacht und haben einfach mega viel Spaß daran, mal wieder so Tracks zu machen, die nicht unbedingt jetzt mega deep sind und nachdenklich sind. So, das ist auch natürlich so einer meiner Königsdisziplinen, so, das mache ich mit am liebsten und das ist ja auch irgendwie für mich auch so. Da hat Musik auch so richtig die Wirkung, die sie haben soll. Aber ich finde, Musik hat auch einfach eine mega gute Wirkung, wenn du einfach eine gute Laune dadurch hast. Und das wollten wir mit diesem Song einfach nochmal erreichen. Nachdem Lelele so mega lustig funktioniert hat und ihr Alter alle so viel Spaß daran hatte, da habe ich gedacht, komm, lass uns noch so ein Ding machen. So ein bisschen diesen Dancehall-Rhythmus, der gerade jeder gerade macht, à la Pietro Lombardi. Komm, lass uns alle fliegen und so ein Video drehen. Und das hat uns einfach mega viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn der Spaß bei euch rüberkommt, dann kann das einfach sich nur multiplizieren. Und deswegen hoffen wir mal, dass euch das Ding auch gefällt. Also Dreh dich, kommt am Freitag.
Hier mal kurz ein kleiner Einblick. Braunes Haar wie Pocahontas. Ich lauf dir nach wie einem Kompass. Sag 100 Mal, du bist ein Wunder. Bist ein Wunder, ja, ja, ja. Ich seh's in deinem Blick. Du drehst dich noch ein bisschen. Gib mir noch ein Stückchen mehr. Du drehst dich nur für mich. Ich lese deine Lippen. Gib mir noch ein Stückchen mehr. That's the shit. Also, Sommerhit 2.0 kommt. Dann hat Teaser noch eine eigene Solo-Single rausgehauen, die heißt Nie Wieder Down. Die habe ich jetzt auch mal hier irgendwo verlinkt. Könnt ihr gerne mal abchecken. Ist auch ein sehr cooler Track mit so einem Parkourläufer im Video und so. Also sehr, sehr spektakulär. Guckt euch das unbedingt mal an. Ja, und dann ist natürlich eine riesige Frage, die immer wieder aufkommt, ist, wann gibt es endlich mal neues Merch? Weil ich habe jetzt wirklich, glaube ich, seit... Alter, fast einem Jahr oder so, keine neuen Klamotten mehr released. Das ist für mich auch irgendwie so ein bisschen nach hinten gerückt, weil ich einfach mich auf die Mucke ja konzentriert habe. Wie ihr gesehen habt, das Album kam raus, wir haben viele Musikvideos gedreht, ich war in den USA und so weiter. Und deswegen war das für mich so ein bisschen nach hinten gerückt. Aber ich merke jetzt gerade wieder, wo das Album raus ist und so ein bisschen der Sommer kommt und ich sehe wieder viele coole Sachen, die mich irgendwie inspirieren, habe ich Bock, einfach wieder so ein paar Klamotten zu machen. Und so ein bisschen... auf der Ebene, weil mir das auch Spaß macht und ich das auch alle selber mache, da mich einfach ein bisschen wieder reinzufuchsen. Ich habe Bock, selber wieder ein bisschen was zu machen, was so ein bisschen den aktuellen Zeitgeist auch trifft. Ich habe selber auch wieder kaum noch Klamotten im Schrank, weil ich letztens voll viel aussortiert habe und deswegen, ich brauche neues Merch. Ich habe Bock, ihr habt alle Bock drauf und deswegen setze ich mich da jetzt dran. Ich habe auch schon die ersten Ideen, ich habe auch schon ein paar Sachen entworfen. Und das werdet ihr dann hoffentlich in den nächsten Wochen, spätestens im Herbst, will ich eine Kollektion bringen. Und dann hoffe ich, dass euch das gefällt und dass wir da neue Sachen an den Start kriegen. Dann geht es ja auch auf Tour, das wollte ich auch nochmal sagen. Wer kann noch kein Ticket hat, sollte sich wirklich eins sichern. Wir haben die ersten Städte, die kurz vor Ausverkauf sind. Ich glaube, Dortmund und Essen sind unfassbar gut und sind fast ausverkauft. Da solltet ihr auf jeden Fall Gas geben, wenn ihr so ein Ticket haben wollt, weil die Tour wird geil. Wir haben jetzt das erste Mal letztens live gespielt. Mit Pianist und Schlagzeuger komme ich diesmal. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr schöne Show und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Yannick Brunke kommt mit und wie gesagt, wir zocken die ganzen neuen Tracks. Und das geht dann am 3.10. los. Das heißt, für den Herbst könnt ihr mit neuem Merch rechnen. Auf Tour wird es die Sachen auch geben und das ist so der Plan. Ansonsten hatte ich auch natürlich geplant, einfach ein bisschen mehr neue Mucke noch zu machen. Ich bin gerade einfach jeden Tag im Studio, mehr oder weniger, und mache hier Kram. Jetzt, wo die WM vorbei ist, ist natürlich auch irgendwie, habe ich nochmal mehr Zeit und muss nicht mehr so viel grillen und Fußball gucken. Da kann man nochmal ins Studio gehen und neue Mucke machen. Deswegen hätte ich eigentlich Bock, auch direkt jetzt nach dem Album nicht lange zu warten, sondern eigentlich so Richtung Herbst auch schon neue Mucke rauszubringen. Also ich bin einfach gerade am Machen. Wir ballern jetzt so Singles raus und dann kommt nochmal da ein Musikvideo vom Album und hier kommt das und das und das. Aber ja, ich will vor allem einfach nochmal eine kleine neue Platte machen. Ich denke die ganze Zeit an so eine EP mit irgendwie 5 bis 7 Songs, so einfach rausballern über den Shop, so ein bisschen wie damals die Offline-EP, gar nicht mit großem Blabla, mit Läden und Box und diese ganze Scheiße, sondern einfach selber Mucke machen, auf CD pressen und euch zur Verfügung stellen und das Ganze einfach an den Start bringen über Spotify und so weiter. Wie gesagt, alles selber machen. Das ist gerade mein Film, ich habe da einfach mega Bock drauf. Ich will mich auch noch vor allem bedanken an die mittlerweile über 460.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Das ist eine riesige Zahl und ich möchte mich mal bei allen bedanken, die am Start sind, die immer noch am Start sind und vor allem bei allen, die neu dazugekommen sind. Das sind nämlich in letzter Zeit seit dem Album echt nochmal ein paar Leute mehr geworden und das freut mich sehr, dass es auch da wieder ein bisschen vorangeht. Deswegen will ich auch wieder auf YouTube ein bisschen was machen. Ich will jetzt nicht unbedingt den YouTuber raushängen lassen und hier wieder irgendwelche Challenges drehen, wo ich irgendwie Apfelmus fresse, aber euch einfach hier auf dem Laufenden halten mit solchen Videos. Ansonsten sehen wir uns ja auch jeden Tag bei Instagram Stories. Da habe ich auch die eine oder andere lustige Story schon verzapft. Vielleicht lade ich die auch mal hoch. Ihr könnt ja gerne mal abstimmen. Ich glaube, man kann hier abstimmen irgendwo. Soll ich Instagram Stories, wenn die besonders lustig waren oder irgendwas Krasses passiert ist, auch auf YouTube hochladen, quasi wie ein Vlog, dann stimmt mal gerne ab oder schreibt es mir einfach in die Kommentare, habt ihr darauf Bock oder nicht. Würde mich interessieren. Ein bisschen dumm zu erzählen. Aber yeah, that's it. Ich trinke noch ein bisschen Sinziger Wasser. Not sponsored. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, liebe Freunde. Macht's gut. Vielen, vielen Dank für alles und yeah, take care.